Hallo, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Heute koche ich mit Sarah zusammen für euch und natürlich auch für uns eine leckere Protein-Low-Carb-Thunfisch-Pizza. Wird auf jeden Fall eine sehr leckere Sache und alles, was wir dafür brauchen, haben wir soweit vorbereitet. Die ganze Sache, das gebe ich gerne zu, wird heute mal so ein kleiner Test, weil wir hier eine Backmischung haben für eine Low-Carb-Protein-Pizza. Also das heißt im Klartext, mit dieser Backmischung ist es dir möglich, auch in einer Low-Carb-Diät, in einer Anabolen-Diät, also auch mal eine Pizza zu essen. Das Ganze machst du dir am Ende trotzdem frisch. Also hier ist sozusagen die Teigmischung enthalten. Das Ganze sogar noch mit ein bisschen Hefe. Eine sehr praktische Sache. Der Link dazu, den packen wir für euch in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch die natürlich nochmal anschauen. Nichtsdestotrotz sind natürlich viele frische Zutaten dabei, wie das Ganze sein muss. Also auch viele frische Sachen, auch gerade was die Kräuter angeht, ist jeder natürlich der eigene Koch sozusagen und bestimmt, wie das Ganze am Ende ausgeht. Und deswegen stellt Sarah euch jetzt mal hier die Zutaten vor. Ja, für eine typische Pizza gehören natürlich ein paar geschälte Tomaten drauf. Ich habe jetzt hier einfach welche aus der Dose genommen. Es könnten natürlich auch frische Tomaten sein, aber dann musst du kompliziert die Haut abmachen, pipapo. Brauche ich nicht ausdiskutieren. Deswegen gibt es heute geschälte Tomaten aus der Dose. Wie es sich für einen Sportler gehört, eine gute Proteinquelle. Thunfisch sollte nicht zu oft sein. Und wenn, dann ruhig auf eine Thunfischpizza, schmeckt genial. Natürlich ein bisschen Zwiebel, frischen Knoblauch. Und mit den Gewürzen sollte man zaghaft umgehen. Die anderen Zutaten bringen schon den Geschmack mit, deswegen gibt es nur ein bisschen Oregano an die Tomaten nachher ran, frischen Basilikum, Käse obendrauf. Ja, eigentlich genau wie beim guten Italiener, da stellst du auch fest, dass ein richtig guter Italiener sehr zaghaft mit den Kräutern umgeht und so ein bisschen Oregano drauf macht, sodass er die Kräuter, die er drauf gemacht hat, am Ende auch zum Tragen bringt. Also geschmacklicherseits merkt man einfach, was da gewürzt wurde und man fängt nicht an mit irgendeiner Gewürzmischung da alles mögliche raufzuhauen, Rosmarin, Oregano, Basilikum in irgendwelchen Verhältnissen, wo man gar nicht weiß, was man da eigentlich kauft, was man da eigentlich drauf macht. Deswegen mit sowas am besten immer so ein bisschen mit spitzen Fingern umgehen. Also wir haben heute ein bisschen frischen Basilikum und ein bisschen getrockneten Oregano. Ich denke, das wird am Ende doch eine ganz gute Mischung ausmachen. Alles klar, ich würde vorschlagen, die Sarah fängt jetzt an, die Pizza zu kochen und ich bin heute mal der Kameramann. Als allererstes muss natürlich die Teigzubereitung gemacht werden. Der Teig muss ein bisschen gehen, also abgedeckt irgendwo an einen warmen Ort stellen. Und deswegen werden wir als allererstes den Teig machen. Packung auf. Mich interessiert es, wie es riecht. Sehr interessant. Irgendwie ein bisschen dickere Stückchen drin. Ich weiß nicht genau, was es ist, was da die dickeren Stückchen drin sind. Aber das sollte man vorab schon mal gesagt haben. Nichtsdestotrotz probieren wir das Ganze heute mal aus. So, dann habe ich hier schon vorbereitet, wenn es noch warm ist. Ja, es ist noch warm, 150 ml Wasser. Normalerweise macht man es so, dass man so eine kleine Kuhle macht. Jedenfalls normalerweise, wenn man eine richtige Pizza macht, da kommt das Wasser rein. Hefe rein. Dann lässt man das ganz kurz ein bisschen stehen, damit die Hefe sich auflösen kann. Und wenn man jetzt einen richtigen Pizzateig hätte, dann würde sogar noch Zucker rankommen. Das sparen wir uns natürlich hier heute. Es soll ja eine Low-Carb-Pizza werden. Das heißt natürlich, darf dann auch kein Zucker ran. Aber was nicht fehlen darf, sind gute Fette und ein gutes Fett haben wir auch im Olivenöl. Gerade in einer Low-Carb-Diät ist es echt wichtig, gute Fette dabei zu haben. Deswegen machen wir auch ruhig 2 Teelöffel ran. So, die Hefe hat sich jetzt hier schon ein bisschen aufgelöst. So, Sarah, gib's doch zu, das Ganze macht dir richtig Spaß, das hier so durchzukneten. Sieht doch schon mal richtig schön schleimig aus. Ja, auf jeden Fall, schleimig ist es. Aber die Löslichkeit ist gut, ne? Also gibt keine dicken Klumpen oder wie würdest du das Ganze bezeichnen? Ich würde es als ein bisschen matschig bezeichnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei richtigem Pizzateig würde man natürlich immer mehr Mehl rangeben, damit der nicht ganz so matschig ist und der nachher auch nicht so auf dem Backblech festklebt, weil da hat man natürlich vermutlich nachher ganz schön Probleme mit, wenn ihr versteht, was ich meine. Wie gesagt, muss die ganze Geschichte jetzt zugedeckt 30 Minuten ungefähr an einem warmen Ort stehen, damit die Hefe sich richtig entfalten kann und wir nachher auch einen richtigen Pizzateig haben. Ich befreie mich dann jetzt mal von dem restlichen Teig und wir sehen uns später. So, der Teig, der war jetzt so ungefähr 30 Minuten unter der Bettdecke, der gute. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass er relativ stark klebt. Ich stelle aber gerade fest, dass das jetzt gar nicht mehr tut. Das ist natürlich genial.
kurz nochmal ein bisschen durchkneten. Ja, ein bisschen klebt er noch. So, dafür habe ich mir überlegt, verwenden wir jetzt als Ersatzmehl im Grunde genommen Dinkelkleie. Ich hatte schon mal, glaube ich, in einem Video erklärt, Dinkelkleie hat einen relativ hohen Proteinanteil bei wenig Carbs. Und ich denke, es ist ein ganz guter Ersatz. Klar, es bringt eine gewisse Körnung mit sich, ist dann halt wie ein Vollkornteig. Stört nicht, Hauptsache, uns klebt jetzt der Teig nicht an der Rolle so fest. Und wie man sieht, funktioniert das gut. Und er klebt auch schon an der Platte fest. Aber es funktioniert. So. Ohne festzukleben, bitte. Jetzt ruhig noch ein bisschen ziehen. Jetzt können wir hier im Grunde genommen auch schon belegen. Sieht aus wie normaler Teig. Bin ich mir sicher, wird auch so schmecken, weil wir den richtigen Belag jetzt gewählt haben. Ich habe hier einfach nur ein paar geschälte Tomaten aus der Dose. Die schneide ich jetzt hier so rüber. Ich würde mal gucken, dass es nicht die Flüssigkeit mit aus der Dose ist, sondern wirklich nur die reine Tomate an sich. Man hätte sie jetzt noch ein bisschen länger drin lassen können, damit der Käse richtig braun wird. Aber wir haben jetzt Hunger, wir wollen zum Sport, also wir brauchen jetzt was zu essen. Ich würde sagen, wir servieren jetzt mal, damit es schnell was zu essen gibt. So, das Ganze ging recht einfach. Man macht den Teig einfach, knetet den kurz durch, lässt den eine halbe Stunde stehen, packt den an einen warmen Ort. Danach walzt man das Ganze aus und ihr habt ja gesehen, mit welchen kleinen Tricks wir das Ganze gemacht haben und belegt sich das nach Belieben. Also ich muss sagen, das sieht doch mal richtig verlockend aus. Ist eine schöne Sportlerportion, die hauen wir uns jetzt beide rein. Beziehungsweise jeder isst seine Portion und ich esse natürlich all das, was natürlich am Ende noch übrig bleibt, logischerweise. Dann anderthalb Stunden Verdauungszeit und dann geht's zum Sport. Und da bin ich mal gespannt, was wir dann alles an Energie abrufen können. Alles klar, es lohnt sich auf jeden Fall für alle Low-Carb-Fans. Diese Mischung findet ihr unterhalb von dem Video in der Beschreibung. Und ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon und eure Sarah.